Moin Leute, herzlich willkommen. Wir spielen Potato. Gemoddet zusammen, weil wir haben schon so lange keinen Potato mehr gespielt. Wir haben da einfach Lust zu gehabt. Ja, wow. Wir werden kläglich versagen. Natürlich alles andere als Gefahr 5 war für uns beide nicht drin. Also, guck mal. Und weiter, nächste Welle. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ein Doppel-Ingenieur haben wir uns einfach mal gedacht, weil warum nicht im Endeffekt, ne? Mal gucken, wie weit wir so kommen werden. Wie gesagt, Gefahr 5 und dann Endlosmodus an, also mal schauen. Welle 50 locker. Endlosmodus. Easy. Ja, froh, wenn wir ein bisschen 20 kommen, ey, nach der Zeit. Wir können einmal öfter Ziel durchdringen. Da kaufen wir uns nächste Runde. Ja, ich. Das klingt definitiv nicht verkehrt. Das ist mit den Türmen immer sehr geil. Shared Gold Pickup haben wir übrigens eingestellt. Das heißt, wir klauen uns nicht gegenseitig die Materialien, sondern. Ja, das ist sonst halt sehr. Zusammen hierhin. Nervig. Zu Beginn der nächsten Welle erscheinen besondere Gegner. Nein. Schraubenzieher? Will ich Schraubenzieher? Oder? Oh, 5%. Ein Schraubenzieher ganz geil, ne? Boah. Ein paar Türme. Ah, jawohl. Kaboom. Ins Gesicht. Hast du jetzt eigentlich auch eine Kiste? Nee. Ah. Sieben oder drei Technik. Ah, erstmal leben. Oh, guck mal, ein Schraubenschlüssel. Coupon, ein Schutz und ein Schraubenschlüssel. Nice. Und einmal neu würfeln. Und ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der nicht auch irgendwas mit den Dingen hat. Mit Asset. Keine Ernte oder so. Nee. Ein paar Charaktere, die mit Ernte nichts anfangen können. Aber so ein passives Grundeinkommen ist halt auch nie verkehrt. Ernte ist generell nicht so schlecht. Ja. Ernte und Glück kannst du ja, also außer die Charaktere natürlich, die das nicht nehmen können aus irgendwelchen Gründen, aber. Eigentlich immer gut, sonst. Ja. Boah. So. Boah, ausweichen. Ein bisschen Technik machen. Drei Rüstungen. Ein bisschen Regeneration. Oh, einmal kostenlos. Einmal kostenlos neu würfeln. Sehr gut. Nehmen wir Schubkarre. Sehr gut. Gecko Baby. Sehr gut. Drei Regen. XP. Ey, weißt du, was wir da eine Zeit lang gesuchtet haben, dieses Spiel? Ja. Weil aber auch so einfach wie der Prinzip ist und so einfach wie die Grafik halt auch gehalten ist, aber es ist einfach ein lustiges Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Oh, Klee, nehme ich. Regen, nehme ich. Zack, 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 weiter. Next. Turmarmee wird verstärkt. Ich habe leider noch keinen neuen Schraubenschlüssel bekommen. Jetzt habe ich meinen ersten blauen, habe ich jetzt gerade gekriegt. Also zwei blaue dann jetzt. Weil ich einen blauen kaufen konnte. Oh, nice. Alles noch entspannt. Noch? Ja. Nehmen wir Ernte. Ja, nehmen wir auf 4 Technik oder 15 Glück. Scheiße. Jawohl. Die Technik. Hier, zack. Ein Heilgeschütz. Ein Geschütz. Ein Schraubenschlüssel. Ja, Türm.
Nice. Wow. Alle ins Gesicht hier. Ich wollte auch darauf achten, wer ich bin und wer du bist. Das hätte seine Vorteile. Ich wundere mich gerade, warum bewegt der Affe sich nicht, wenn er die Dicken angecharged kommen. Ja. Weil ich dieser Affe bin. Ja, ein bisschen Tempo. Auch nie das Verkehrteste. So, nochmal ein Heilgeschütz und oh, ausweichen. Und ein Schraubenschlüssel. Haben wir schon mal vier blaue. 50% Explosionsschaden. Nehmen wir auch mit. Sehr gut. Rocketfeder. Im Moment nicht brauchbar. Goblin! Sehr schön. Au. Au. Blub. Propellermütze. 10 Glück. Nehme ich. Bisschen Ernte nochmal. Leben. Leben ist gut. Tempo auch gut. Glück. Oh, schön. Brauchen wir nicht. Oh, den Cyberball. Schraubenschlüssel kaufen, jawohl. Einen blauen Schraubenschlüssel, ein Wanderbot und Neuwürfeln. Jetzt geht los hier. Ein Lasergeschütz, ein Feuergeschütz und ich traue mich nochmal zu würfeln. Oh, guck, habe ich für gleich direkt nochmal einen Schraubenschlüssel. Ja. Und noch, yo. Moin, schon mal einen roten, zwei lilane, einen blauen Schraubenschlüssel. Nice. Und einen lilanen und einen blauen Schraubenzieher. Extra. Yo. Das ist schon geil zu zweit, muss man halt mal einfach mal sagen, ne? Ja, definitiv. Und viel Glück hat meiner noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehe. 55 habe ich. 45. Ja gut. 3 Regen. Oh, 4 Technik, jawohl. So. Ein Schraubenschlüssel. Erstmal Glück kaufen. Ein Technik. Brauch eine Taschenfabrik, verdammt. Ja, jetzt geht's langsam ab hier. Brauch mal ein bisschen Technik jetzt langsam. Ich habe noch gar nichts von mir, was das ist. Ja, 4 Technik habe ich auch noch nicht. Rennt ihr denn alle mir hinterher? Also. Nehmen wir 9 HP. Ausweichen. Eine Horde wird in Welle 12 erscheinen. Warte mal, wir sind jetzt Welle 12. Ja. Nice. Los geht's. Dann. Jetzt spüren wir genauso viele rote wie grüne Icons gleichzeitig spawnen. Wow. Nehmen wir mal einen Turm mehr. Nur so eine Idee. Ja, vielleicht nicht so verkehrt. Da ist der Admin. Dieser, da ist der nächste. Ich wollte ein bisschen Loot nehmen. Naja. Da kommt der erstmal. Ich gebe erstmal ein bisschen hier mitten in den Türen. Da oben lag eine Kiste, hast du. Ja, hab ich gegrabbelt. Banner, Reichweite, Angriffstempo, bringt mir weiß nichts, kannst du behalten. Bei Max LP 2 Regen. Erstmal Damasch. Null so. Nehmen wir 15 Glück. Oh geil. Ja. Ich könnte noch eine dritte Bandana gleich nehmen. Nice. Ist gesperrt. Ja, ist gesperrt.
Quatsch. Oh, nachher die Explosions-Turrets-Taste schießt einmal quer durch die Karte, wenn Gegner zu nahe kommt. Ich bräuchte jetzt bitte das Item, das mir... Heißt das Zipped Relic oder so? Dass ich stehen bleiben kann und einfach hier alles automatisch. Ja, das reicht ja, wenn einer noch Mist hätte. Ja. So. Beigeschützt nehme ich. Zwei Rüstungen nehme ich auch. Ein bisschen Glück. Autsch. Nicht schießen. Au. Ja, einmal durch die Masse gerannt haben, wo auch ganz viel Heilzeug lag. Ja. Einzigartige Krone. Die Ernte am Ende einer Welle wird um 8% erhöht. Da ich ein bisschen... Ja, lohnt sich nicht mehr. ...habe. Ja, ich habe ja... Ja, aber nach Welle 20 sinkt die Ernte, ne? Spawn und erstmal... Bam! In die Fresse! Welle 5 ist. Level 20 finde ich so hart auf Welle 5, ne? Beiden Bossen immer. Und ja, gerade mit dem Ingenieur. Ja. Ja, weil du ihn auch nicht getrennt dann töten kannst, sondern der Schaden so und beide bald ja. Anfangen in die nächste Phase zu gehen. Dann. Ja. Aber man sagt immer so schön, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, also von daher. Ja. Fällt mir auch, ich habe viel zu wenig Tempo für die. Für die Bosse. Ich renn auch nicht so viel schneller. Ich glaube, ich habe 6 oder so. Ich habe keine Ahnung, ich will gerade nicht. Nee, ich kann doch gerade nicht nachgucken. Ein seltsames Buch. Nochmal, ein Technik pro ein Elementarschaden. Nehmen wir erstmal. 9 Tempo, das bietet sich an. Nehmen wir mit. Zack. Das wird ein bisschen mehr langsam. Ja. So. Aber er war ja wohl mehr als easy. Easy. Technik nehmen wir. 30 Glück nehmen wir. Das ist nice. So, Globum, ne? Das macht jetzt 4 Explosions-Turrets. Oh, Cookie! Hi, Cookie! Wieso hast du auf mich abgesehen? Ja, er hat auf alles abgesehen, was er sieht, ey. Ja, du bleibst mal schön da in den Turrets drin, das finde ich eine gute Idee. Au. Also fairer ist das natürlich, wenn du halt spielst, dass die aufgeteilt werden nach Money, aber das ist halt so Panne halt gelöst in der Mod, einfach weil du einfach dem anderen das wegklaust und dann hat einer gar nichts unter Umständen. Und das ist halt Umhang, minus 2 Elementarschaden. Na, geh weg. Los, Türme, los. Energiearmband, 2 Elementarschaden, nehme ich. Zack. Boss. Du hast groß gekriegt, diese Runde leider noch. Das ist der andere. Au. Du bleibst schön da drin. Oh. Neben. Ihr bitte sterben. Das wäre so nett. Au. Wir wollen Heilung. Hier. Au. Nehmen wir immer noch. Einer ist weg. Ja gut. Nee, beide sind weg. Okay. Hier liegt noch eine Kiste für dich.
Puff, nice. Die bitte nehmen. Danke sehr. Das war relativ angenehm. Easy Game. Oh, Querschläger. Und plus zwei Technik beim Töten eines Baums erscheint ein Geschütz. Ein Elite-Gegner wird in Welle 21 erscheinen. Das heißt, jetzt gleich kommt ein Elite-Gegner. Ja, lass mal kommen. Boah, komm, zwei. Alter, hör mal auf, mich anzuchargen, du. Wow, au, au, au. Ah, nein, dich, au. Gib weg, gib. Sterb. Einer ist noch. Wow. Au. Easy. Easy. Total. Verwerten. Verwerten. Nehmen. Jawohl. Ich verkaufe jetzt den lila Schlüssel, um einen roten Schlüssel zu kaufen. Weiter. Ach, nee. Da sind gerade vier Türme gespawnt, weil ich... Türme gespawnt. Mhm. Das muss so. Okay. Wenn er so muss, dann ist er okay. Er hat mit all meinen vier Schraubenschlüsse getroffen, weißt du? War nur fair. Ja. So, wir wollen ein bisschen mehr HP. Ein Feuergeschütz nehme ich auch. Ein Jetpack nehme ich. Neuwürfel. Ist ja auch nichts Tragisches. Oh, okay. Sift Relic, sehr gut. Und noch ein Querschläger. Ja, sperre ich mir beides. Danke. Oh, Flügel sind so toll. Ach ja, ich muss ja von Brausgegenstände einsammeln, weil Max EB. Bild mir da ein. Bis zu 10. Ja, hast du diesen endlosen Magen da, oder was? Nice. Ich sag mal so 10 Max LP pro Runde. Würde ich mitnehmen. Nice. Noch ein bisschen mehr EP. 15% okay. Explosionsschaden. Ja, nice. Nehme ich. Ich habe 3 Bandanas. Ich habe gleich 2-mal Querschläger. Das. Da, wo meine Türme hinschießen könnte, würde ich böse enden. Ich glaube, da ist auch erst Querschläger und dann, also erst Ricochet und danach kommt der Durchschlag. Glaub ja. Warte mal. Eigentlich, ich glaube, da ist nur ein Anzeigefehler. Ja. Weil mir sagte mich auch die ganze Zeit, dass ich ein Leben dazu bekomme und, ich habe definitiv kein Leben dazu gekriegt. So. Ja, dann auf geht's wieder. Elite! Uah. Ja. Ui. Ui. Oh, ja, nee, oh, ist ganz ruhig. Aus. Zum Glück habe ich ein bisschen ausweichen. Au. Au. Na, na, oh, na. Geht na, schön auf na. Dich. Komm. Komm mal in mein. Ja. Oh Gott, jetzt sehe ich irgendwelche Projektile backen bei mir rum, die jetzt einfach da bleiben. Rechts ist ein Turret, eine Kiste für dich. Jo. Genau die. Ja, den Magen habe ich leider noch. Bandana durch die Kiste. Kartoffel durch die Kiste. Neues. Nehme ich. Zielfernrohr. Wäre geschossen. Boy nicht. Aber Boy mit 215 Glück. Mal 215 nehmen. Glück, ja, nice. Möchte gerne mehr Max leben. Danke. Ich mache immer mehrere Geschütze, wenn ich einen Baum kaputt haue, ey. Ja, hier oben steht irgendwie sehr viel an Geschützen. Ja, da waren schon zwei Bäume nebeneinander. Ja. Kaum.
Nachtsichtbrille. Ich rede können einmal öfter die Schafkuh ein zweites Mal. Nice. Kleiner Muskelpfosten. Viermal auch nicht, glaube ich. Vier Elementarschaden. Es gibt viel Technik. Danke. Oh, jetzt Lazarett steht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Heilturrets haben wir. Zack, erstmal drei Bäume da hinstellen. Ja. So, läuft ganz gut, würde ich sagen, ne? Also. Jo. Doppel-Engineer also, ist schon okay. Also, ich weiß nicht, wie viele du hast von den normalen Geschützen. Ich glaube, ich habe eins davon als Item. Heißt aber, alle anderen, die hier so rumstehen, ist von Bäume kaputt machen. Ja, ich muss ja nicht nur rumlaufen wegen den Dingens, die ich mehr Leben kriege. Und Cyberball Nummer 4. Sehr gut. Ja, neu Tempo ist okay. Das neue Würfel nehmen wir und dann nehmen wir auch nächste Runde. Sehr schön. Welle 28, Elite-Gegner. Die. Oh. Oh, pass auf. Slow Life. Nein, überhaupt nicht! Lass mich in meine Altörnchen. Oh, 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 oh. Der hat einen Narren an mir gefressen. Geh weg! Scheiße, ich halte aber was aus, ey. Ah. Ja, ja, komm mal mit hier zu den Türen, Junge. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich ein bisschen au, Movement Speed habe. Auf der anderen Seite finde ich das nicht so gut, dass ich Movement Speed habe. Kennst du mein Dilemma? Ja, manchmal ist halt, also wenn es zu schnell wird, dann kommst du auch nicht mehr Kraft klar, ey. Nee. Bin ich auch schon oft genug wegen gestorben in dem Spiel. So. Ein paar Türme, bitte. Das ist schon so ein bisschen bescheuert. Ein bisschen. Ja. Der Magen ist natürlich episch. Ja. Nee, legendär eigentlich, aber okay. Uah. Rüstung und Max Life. Dafür weniger Tempo. Ja, aber Rüstung ist live, also von daher nehme ich Rüstung gerne mit. Tempo. Und nochmal 6 Leben. Nehme ich. Hui! Wo kamen die denn jetzt her? Ich glaube, die sind da gespawnt. Einfach rennen, rennen, rennen. Ah. Ah. Wieso fokust ihr mich? Scheiße. Ja, das war halt leider. Aber hier sieht er nochmal unsere Stats. Was haben wir geschafft? Welle 30 sind wir gestorben. War aber auf jeden Fall ein netter Run, würde ich mal sagen. Ja, hat definitiv Spaß gemacht. Wobei in dem hier Dingens mit dem Multiplayer-Mod anscheinend die Stats auch nicht richtig angezeigt werden. Weil nee, genau nicht. Ich kann sekundären ja mal Screen scrollen, hab ich halt halt nichts an extra Schaden. Also. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt richtig berechnen, ob das immer alles so richtig funktioniert, aber hey, Hauptsache macht Spaß am Ende. Wenn ihr Bock habt, nochmal Potato zu gucken, sagt es uns gerne. Like das Video und sehen wir uns beim nächsten Mal mit irgendwas anderem. Ciao, ciao. Ciao. Wow.